So, da jetzt haben wir den Verwerfer rassen. Da ist der Parkplatz weniger rau. Jetzt gehen wir auf die Schattwanddörfe. Und vielleicht ein paar andere Gipfel auch noch. Schauen wir mal. Jetzt werden wir da gemütlich weggehen. Ja. Schöner Tag heute. Das genau. So, jetzt sind wir da schon ein Stück gegangen und da ist jetzt ein schöner Weg. Cool. So, da. Jetzt sind wir da bei der Dr. Heinrich Hacker Hütte. Ja. Das ist cool da. So, da. Das ist bis jetzt ein schöner Weg da rauf. Wirklich schön zum Gehen bis jetzt. Ist schon da vorne. Ja. Und irgendwo geht's auf. Jupp. So, jetzt geht da hin. Sind wir schon auf 1800. Irgendwo müssen wir zurückkaufen. Schon geil da. So, da. Wir jetzt rauf. So ein schöner Serpentinenweg rauf, Mordsteuer, aber schön zum Gehen. Jetzt gehe ich da neben so einem Felsturm vorbei. Jetzt bin ich da ungefähr auf 2000 Meter. Der Ritschi ist da vorne. Ah, das ist cool. Ja, bis jetzt wirklich schön zum Gehen. Coole Sache.
Ah, da. Okay. So, jetzt sind wir da auf so einer Hochebene herum. Da drüben sieht man schon Gipfel. Ja, Schnee da herum. Wir müssen aber jetzt erst da hinten zurück. Okay. So. Da geht es jetzt schön moderat dahin. Schöne kleine felsige Stufen. Ja. Jetzt gehen wir zurück zur Schattwand. So, da. Das ist jetzt einmal auf die Schattwand. Müssen wir da jetzt rauf, da glaube ich, geht es irgendwie hinten rauf. So, da. Jetzt müssen wir da noch raufgehen. Da ist aber keine Markierung mehr. Da sind jetzt nur so kleine Stammmandeln. Jetzt da noch rauf. Dann sind wir oben auf der Schattwand. Okay, okay. Geschafft. Schattwand. Ja, das ist wieder gut. Ziemlich steil, 100 Meter drauf. Da sind keine Markierungen, also Stammadeln. Geil. Ja. Thank you.
Gipfel waren wir jetzt auch nicht so lange um, weil er ist ziemlich windig. Wir gingen jetzt nach hinten zurück zu der Abzweigung da. Da geht hoffentlich der Wind nicht so arg, da werden wir dann mal ein wenig jasen. Aber oben richtig schön, die Aussicht auch gewaltig. Aber wie gesagt, heute ziemlich windig. Aber macht nichts. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da raufzugehen. So, da. Okidok. So, da. Jetzt gehen wir da ein wenig einen anderen Weg zurück zu dem Plateau da hinten. Ah, ist schön da herum. Richtig cool. Ja, so eine über 14 Zirgen noch durch. Ah ja. Passt schon. So, da. Jetzt sind wir wieder auf dem Plateau herum da. Hinten oben waren wir zuerst. Und da hinten drüben werden wir jetzt einmal was jasen. Einmal die Landschaft genießen. Es ist so schön da herum. Gewaltig, ein Gipfel nach der Reihe. Richtig cool. So, da ja. Okidok. Das muss ich euch noch zeigen. Das ist ein cooles Loch da oben. Da geht es ziemlich weit oben. Geil. Ah, gewaltig da. Das ist cool. Aber oben fallen will ich da auch nicht, gell? Also oben hochgehen. Okidok. So, jetzt haben wir da was gejasen da auf dem Plateau herum. Beziehungsweise, das ist ja die Dauernschorten. Und jetzt gehen wir auf den Berg noch rauf. Das ist der Napf. Und ich werde mich dann einfach wieder melden, wenn ich oben bin. So, jetzt sind wir rum da auf den Kupf. Das ist der Napf. Ja, cool, richtig geil. Schaut euch das an. Das ist die Schattenwand da hinten, da sind wir vorher gewesen. Da hinten haben wir noch eine Eiskugel. Das ist eine Dauernkugel.
durch diese Mauer. Das ist schon cool. Schon da vorne. Das kommt schon was. Genial. So. Dann gehen wir wieder. Okidok. Die ist mit Glasherren versichert. Da schlangeln wir uns jetzt einmal dumm. Da haben wir ein kurzes Stück hier. Coole Sache. Okiduck. Geht der hier da? Es ist so geil da. So, da unten ist da eine Hütte, wo wir beim Raufgehen vorbeigegangen sind. Da werden wir jetzt ein wenig zurückkehren, da werden wir jetzt mal was kurz trinken, vielleicht ein wenig was essen. Schauen wir mal. Ja, da sind wir gleich unten. 10 Minuten. Ja. Richtig cool da. Wir haben jetzt noch was gegessen und was getrunken. Jetzt kommt die Ruhe da zum Parkplatz. Ah, die Suppe war jetzt gut. Gasbrechtsknödelsuppe, kaum was. So, jetzt sind wir alles rübergegangen. Jetzt gehen wir jetzt zum Parkplatz, das ist jetzt noch wert. War eine richtig coole Tour. Hat mir richtig gefallen. So, da. Wie gesagt, 10 Minuten noch, da sind wir am Parkplatz. So.
so schön da. So, da. Dann sage ich Servus, fährt gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.